Also mein Name ist Maike Stein, ich arbeite für die Studienstiftung Saar. Die Stiftung wurde im Jahr 2009 vom Saarland gegründet. Wir im Saarland sind also das einzige Bundesland, das eine Stiftung hat, die eigens gegründet wurde, um die Studierenden im Saarland zu fördern, somit die Fach- und Führungskräfte von morgen in unserem Bundesland. Die Stiftung hat ein Stiftungsvermögen von 6 Millionen Euro. Und wir fördern insbesondere durch die Vergabe von Stipendien, wobei das bei uns nicht bedeutet, dass man nur Geld bekommt, bekommt man natürlich auch. Aber wir bieten auch Workshops und ideelle Förderveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, Seminare, Coaching, Mentoring. Das alles steht unseren Stipendiaten zur Verfügung und wir haben bislang knapp über 800 Studierende im Saarland gefördert. Banzerlat ist ein Kurzfilmwettbewerb, den veranstalten wir nicht alleine, sondern gemeinsam mit unseren Partnern vom Saarbrücker Café Exodus. Der Wettbewerb findet statt im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus im Saarland. Das heißt, man kann dort Kurzfilme zwischen 30 Sekunden und 15 Minuten einreichen. Alle Genres sind erlaubt, vom Trickfilm zum Interview, zur Dokumentation. Alles ist möglich. Wichtig ist nur, dass die Filme sich möglichst kreativ mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen. Teilnehmen können Studierende aller Hochschulen, aber auch Schüler und Azubis. Und wichtig ist uns natürlich, dass auch alle Fachbereiche vertreten sind. Also wir wollen den Maschinenbauer, den Physiker genauso ansprechen wie den Germanisten und den Kunsthochschüler. Wir denken, dass alle etwas zu diesem Thema zu sagen haben und dass alle gute Ideen haben und die möchten wir sehen und hören. Also wir denken schon, dass Rassismus ein akutes gesellschaftliches Thema ist und Studierende und Schüler sind natürlich Teil dieser Gesellschaft und wir wollen wissen, was sind deren Ideen. Da geht es also nicht nur darum, aufzuzeigen, wo es Rassismus gibt, auch den versteckten Rassismus, sondern auch zu zeigen, wie sie sich eine Welt ohne Rassismus vielleicht vorstellen, wo es Initiativen gegen Rassismus ist, was jeder Einzelne tun kann. Deswegen auch die Überschrift des Wettbewerbs, die lautet I have a dream. Also wir wollen hören, was die Ideen sind von jungen Leuten und wie sie sie auch kreativ umsetzen. Also diese Umsetzung, die bringt ja auch Spaß und diese Filme werden dann im Kamera 2 bei der offiziellen Abschlussveranstaltung der internationalen Wochen gegen Rassismus gezeigt. Also die jungen Filmemacher können ihre Filme auf der großen Leinwand sehen. Da können auch gerne Gruppen mitmachen. Vielleicht auch gerade im Bereich Studierende fachübergreifende Gruppen. Fänden wir sehr spannend, zumal im Filmbereich, klar kann man als VJ auch selbst einen Film drehen, alles ganz alleine machen, aber toll wird es natürlich auch, wenn man verschiedene Leute hat, die beteiligt sind. Vielleicht auch, wenn man was Fiktionales macht mit Leuten, die dann die Schauspieler sind, die Cutter, alles einzeln aufgeteilt. Man kann sich da als Team anmelden. Das funktioniert durchaus. Man kann sich anmelden oder einreichen, kann man das fertige Produkt, besser gesagt, bis zum 1. März 2014. Die genauen Teilnahmeinformationen gibt es auf unserer Website www.studienstiftungsaar.de und natürlich auch bei Café Exodus im Internet.